Liebe Kunden und Freunde unseres Hauses, zuallererst möchte ich Ihnen auf diesem Wege ein gutes neues Jahr voller Gesundheit, Freude, Zuversicht und gutem Gelingen wünschen. Das letzte Jahr war für viele, wie auch für uns, mit großen Herausforderungen verbunden. Für 2021 wünsche ich uns allen, dass Corona wieder ein Bier ist. Dass wir, wenn wir einander sehen, wieder einen Schritt vorgehen, anstatt zurück. Dass Isolierung wieder für Häuser und Kabel gilt und wir mit Masken wieder den Fasching feiern. Es freut mich sehr, dass Sie dieses Video anschauen. Gerne sind wir telefonisch oder per E-Mail für Sie erreichbar. Unsere Werkstatt ist weiterhin wie gewohnt für Sie geöffnet. Hier auf unserer neuen Seite möchten wir Sie über Neuerungen der Marken Jaguar und Land Rover informieren und Ihnen weitere Einblicke in unsere Firma geben. Gleich zu Beginn des Jahres wird nun der lang ersehnte 90er Defender bei uns eintreffen. Sobald wir den Showroom wieder öffnen dürfen, freuen wir darauf, Ihnen den Defender live zu zeigen. Aber auch beim 110er, dem größeren Bruder, hat sich einiges getan. So haben wir nun mit dem neuen Modelljahr einen neuen Reihen-Sechszylinder-Diesel bekommen sowie einen neuen Plug-in-Hybrid. Der Defender hat gerade eben erst die Höchstpunktzahl beim Euro-NCAP-Crashtest 5 von 5 Sterne erhalten. Das neue Jahr steht auch voll unter dem Motto der Elektromobilität. Mit unserem vollelektrischen Jaguar I-Pace, der 2018 auf den Markt kam, fiel der Startschuss. Mittlerweile gibt es ihn als 3-Phasen-Variante, wodurch ein deutlich schnelleres Aufladen zu Hause ermöglicht wird. Wer sich aber noch nicht voll und ganz der Elektromobilität verschreiben will, für den haben wir nun fast alle Modelle auf Jaguar wie auch auf Land Rover Seite als Plug-in-Hybrid-Varianten. Zu den ökonomischen Vorteilen gibt es bei den Plug-in-Hybrid-Varianten auch finanzielle Vorteile, wie zum Beispiel einen Herstellerbonus oder die staatliche BAFA-Förderung, die auf die meisten Varianten zutrifft. Auch steuerlich profitieren Sie bei der Kfz-Steuer und es müssen nur 0,5% vom Listenpreis bei der Dienstwagennutzung versteuert werden. Vielleicht haben auch Sie Lust, neue Wege zu gehen. Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema während des Lockdowns telefonisch und nach dem Lockdown natürlich gerne wieder persönlich. Aber auch auf Jaguar-Seite gibt es dieses Jahr viele Neuerungen. So bekommen gleich 3 Modelle, der F-Pace, E-Pace und XF, ein großes Facelift. Alle erhalten neue und überarbeitete Motoren sowie ein neues Navigationssystem, genannt PV Pro. Zudem ändert sich viel im Innen- und auch im Außenbereich. Sehen Sie sich dazu doch einfach die Videos an, die wir Ihnen unter der Rubrik Cars and Sales zur Verfügung gestellt haben. Ich wünsche Ihnen nun ganz viel Spaß beim Stöbern auf unserer neuen Seite und freue mich auf Ihren Anruf oder auf einen persönlichen Besuch in Kürze.